Mir, den Nico und den Marco. Ich bin gerade gefragt worden vom Hagi mit dem Schnaufen, ob es noch geht. Das war, glaube ich, ein anstrengender Sieg, so ein bisschen ein Büzer-Sieg. Da hat man sich heute erkämpfen müssen an diesem Tag. Was war vielleicht so die grösste Hürde jetzt für dich, die wir heute nehmen müssen, um diesen Sieg zu erreichen? Ja, ich denke, das, was du gerade gesagt hast, also, sie haben recht gut gespielt, wir sind immer dran geblieben und die Bedingungen waren nicht ganz einfach, die Bälle waren etwas schwerer, wir haben nicht so draufhauen, das Spiel hat sich ein bisschen verändert und es war wirklich ein bisschen so, wir mussten einfach kämpfen und am Schluss das Glück auf unsere Seite zwingen. Wir haben es zwei, drei Mal ein bisschen versäbelt am Schluss, aber zum Glück am Schluss gleich gemacht. Der Nico hat es angesprochen, euer Spiel ist wahrscheinlich noch nicht perfekt. Trotzdem steht man jetzt als Gewinner da. Was nimmst du mit von diesem Turnier jetzt für die nächste Zeit? Jetzt, morgen geht es ja, glaube ich, schon wieder weiter Richtung Warschau. Quali 4-Stern-Turnier. Was nimmst du mit von diesem Turnier? Ich glaube, dass wir unsere eigenen Fehler minimieren müssen. Ich habe das Gefühl, im ersten Spiel starten wir. Von dem her machen wir es eigentlich fast am besten im ersten Spiel. Wenig eigene Fehler und eigentlich im ersten Satz sind wir auch gut dabei. Und dann habe ich irgendwie das Gefühl, während dem Spiel haben wir zumal einfach wieder zu viele eigene Fehler und so ein bisschen zu viel wollen. Und ja, ich glaube, das ist das, was wir mitnehmen müssen jetzt, was wir nicht ganz geschafft haben, umzusetzen auf das Turnier. Aber an dem werden wir weiter schaffen. Jungs, genießt es. Es ist ein Turniersieg. Freut euch darüber. Viel Erfolg für die nächsten Turniere. Wir werden uns sicher wieder sehen an der Go-Pitch-Tour. Gratulieren nochmal und genießen den Abend. Danke.